willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Gelb. Richtig, wir spielen wieder eine Runde mit dem hüpfenden Pikachu, das jeder von euch wahrscheinlich auch nur aus seiner Kindheit noch kennt. Und ich merke gerade, wir haben hier wirklich alle Trainer besiegt. Und ja, ich würde dann mal sagen, gehen wir in Richtung Orania City zurück. Das hat aber auch nur einen Grund. Oder zwei Gründe. Erstens, ich will meine Pokémon heilen. Zweitens, ich möchte ein Schiff. So, dann gehen wir erstmal meinen Pokémon heilen. Pokémon Center, wo bist du? Zack, Poke. Klingt doch schon mal gut. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Zwei Jahre lang. Und dann doch nur der Mindestlohn. Tja, Schwester Joy, hättest du es dir mal über anders überlegt, hinter dem Tresen zu stehen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Die ist immer noch nur untergeil auf mich. So, einfach schön weitergehen. Pikachu. Wunderschön. Jo, und hi, wie geht's so? Ich ignoriere dich. Willkommen auf der MS Aqua. Verzeihung, hast du ein Ticket? Da. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Oh, ich habe Aqua gesagt. Ups. Und ja, wir sind auf der MS Anne angekommen. Und da ist der Servierer, der uns ein Kuchenstück abgeben möchte. So, hier ist irgendwo ein Superball drin. Ich glaube, es war da. Es gibt sehr, sehr viele Items auf der MS Anne. Und wenn man nicht alle holt, ist man selber schuld. Weil es sind auch viele TMs dabei. Und wenn sie einmal abgefahren ist, kann man nie wieder aufs Schiff drauf. Wieso man sich die Items unbedingt holen sollte. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Psst. Okay, hat niemand gehört. Er ist Geheimagent! Geheimagent! Ja, ich bin auch Pokémon-Fanat. Lieber Teenager. Wir waren männlich Level 21. Wir kämpfen mit Glutexo. Ich möchte nochmal an das Dictry erinnern. Soll ich es denn trainieren? Ja oder nein? Wenn ja, gut in die Kommentare reinschreiben. Dann weiß ich es auch. Ich sehe ja, bei Glumanda hat es auch was gebracht. Also wenn ihr in die Kommentare viel reinschreibt, dass ich das Pokémon auch trainieren soll, dann mache ich das auch wirklich. Und Volltreffer und Gift. Nicht gut. So, hab jetzt zwar Teenager besiegt, bin aber vergiftet mit Glutexo. Das ist nicht so sonderlich schön. Hab ein Gegengift zum Glück noch. Vergiftung geheilt. Wunderbar. Was finde ich? TM8. Wie gesagt, man findet hier viele TMs. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Aber keins aus der zweiten Generation, liebe Göre. Hopp, sie wird eingesetzt. Go, go, Glutexo. Aber doch nicht so, Glutexo. So, verbrennen taub sie hoffentlich. So, Glut und Kratzer. Und es reicht, um taub sie zu besiegen. Glutexo schon Level 26, meine Güte. Ich muss ja mal langsam, wenn es Level 27 ist, wieder Pikachu vorholen. Es geht so schnell bei Glutexo. Besiege Göre! Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Oh nein, wo bist denn du rumgelaufen? Wir machen eine große Weltreise. Der Steward möchte mir gerne ein Stück Kuchen geben. So, das ist auch nichts Besonderes hier. Es sind halt auch viele Passagiere hier. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Früher bin ich immer zu dem gelaufen und habe ihn dann gefragt, ob er ein Stückchen Torte haben will. Aber der Stuart wollte mir trotzdem kein Kuchenstück geben. Naja, böser Stuart. Ja, und den gibt's auch, den Gentleman. Eine sehr seltene Trainerklasse außerdem hier. Es gibt ganz wenige Gentlemen, soweit ich mich erinnern kann. In Pokémon Rot.
wieder Gift schlagen. Wenn wir jetzt vergiftet sind, haben wir natürlich ein Problem. Weil die Vergiftung hätte ich nicht mehr mit einem Gegengift heilen können. Ich habe ja kein Gegengift mehr. Ich habe kein Gegengift mehr. Ja, besiege das Bomon. Ah, Glutexo schon Level 27. Auch er setzt Nidoran weiblich ein. In der zweiten Generation haben Gentlemen meistens einen Noctu oder einen Fukano. Aber hier ist das noch Nidoran männlich und weiblich. Wir haben keine spezifischen Bomon hier noch. Und ich besiege auch den Gentleman. Hm, ich bin ganz schön gut und es ist auch einer der Trainerklassen, der mehr Geld gibt. So, tausche das jetzt mal mit Pikachu. Pikachu ist nur Level 25, kann ein bisschen Training nicht schaden. So. Mal gucken. Wieder ein Trainer. Ich denke mal wieder, dass es ein Gentleman ist. Und ich irre der Tatsache nicht. Kämpfen wir mit Pikachu. Ich hoffe, dass Pikachu mal endlich Donnerblitz erlernt, weil das ist eine Zumutung momentan mit Donnerschock. Das war mir fast klar, dass Pikachu brennt. Schlecht. Ja, und das ist die Animation von Verbrennung. Ich bin vergiftet. So, Ruckzuck-Hieb nochmal. Volltreffer und Bifukano besiegt. Ich wollte schon wieder Pikachu sagen, aber das habt ihr nicht gehört. Komm, ein Volltreffer wäre gar nicht so schlecht jetzt. Mann, die Verbrennung setzt mir doch zu. Gut, Brüller zieht mir jetzt nichts ab. Ist auch positiv anzumerken. Ach, Biss zieht mir leider was ab. Und gar nicht so wenig. Und hier gibt es doch irgendwo in der Nähe auch so eine Schwester, die mich heilt, oder? Bräuchte ich nicht ständig das Schiff zu verlassen? Das ist ja echt elend, wenn es hier diese Schwester nicht gibt, oder? Es gab doch irgendwo jemanden, der mich geheilt hatte, oder? Oder irre ich mich da jetzt nur? Ja, die Stuart mit Stückchen Torte. Irgendwie habe ich es falsch in Erinnerung. Ich muss raus. Hm. Ist ja blöd. Ja, und was heißt wieder ins Pokémon Center? Mal wieder. Zu meiner lieben Frau Schwester Joy. Bin ja schon halb mit der verheiratet. Hingegen Chanaira guckt sich immer nur geradeaus um und hat einen sehr gleichgültigen Gesichtsausdruck. Tschüss, liebe Schwester Joy. So, alle mal im Pokémon sind wieder topfit, auch Pikachu. Wir verzichten auf den Markt. So, jetzt fragt uns hier natürlich wieder ignorant nach dem Bootsticket. Willkommen auf der MS Anne. Na dann. Boah, damals das Schiff gesehen hat, ey. Das war eine richtig coole Animation. Boah, hat man große Augen bekommen. Heutzutage denkt man sich, mein Gott, was war denn das für ein Scheiß? Finde Top-Trank. Hm, nicht schlecht. So, nächster Raum. Wieder zwei Trainer. Und diesmal ist es ein Matrose. Oh, eine sehr seltene Trainerklasse hier. Zumal es hier abenteuerbedingt kaum Matrosen gibt. Auf dem Schiff ist einiges besonders. Es ist fast wie eine andere Welt. In der ersten Generation natürlich. Trainerklassen, die es so selten gibt. Und ja. Meistens sieht man hier auch sehr seltene Pokémon am Schiff. Man bekommt eine Handvoll Pokédex-Einträge. Eigentlich sogar wesentlich mehr als eine Handvoll. Zwei Schritte gegangen und der nächste Kampf.
gegen einen Mushas und das ist Level 21. Ich hoffe, dass Pikachu mal die 26 Donnerblitze hat. Meine Güte, Pikachu, kannst mich doch nicht so hängen lassen. Nein, Superschall. Verwirrt mein Pikachu. Ja, komm, lern Donnerblitz. Pikachu versucht, Donnerblitz zu erlernen. Aber Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen, sondern eine Attacke zugunsten von Donnerblitz vergessen werden. Ja, unbedingt. Donnerwelle. Tschüss. Ja. Das verschafft Pikachu einen enormen Vorteil gegen die ganzen Pokémon hier. Und das wird jetzt eigentlich sehr einfach werden gegen die ganzen Matrosen hier unten. Ich werde dich rösten, liebe Matrose. Haha, jetzt kommt Pikachu zum Einsatz. Ja, röst. Und tschüss, Seepferd. Das überlebt Seepferd nicht. Und kein anderes Wasser-Pokémon auf diesem Schiff. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Selbst wenn Gary in Aquana hat, überlebt es diesen Donnerblitz mit Sicherheit nicht. Jetzt kommen wir wirklich zu Pikachus Qualitäten. Tja, Matrose besiegt. Oh nein, ich habe verloren. Ja, mit Pikachu jetzt auch sehr einfach. So, geh aus dem Raum wieder raus, in den nächsten wieder rein. Und treffe wieder prompt auf einen Trainer. Auch Seeleute besitzen Pokémon noch, das wissen wir ja schon. Lieber Matrose. So, Donnerblitz. Und sterb du. Und wieder ein Donnerblitz. Misty Stern, du. Kurz mal ausgeborgt. Wie gesagt, sehr selten Pokémon. Heute undenkbar, dass ein Matrose einen Stern, du hat. Eher mal Holo oder sowas. Seht ihr schon eher. Finde auch TM44. So, und hier gibt's wieder zwei Trainer. Und das eine ist ausnahmsweise mal ein Angler. Was macht denn der auf dem Schiff? Der will wohl aus dem Deck, aus der Kabine angeln, oder was? Na na, das muss bestraft werden mit einem Donnerblitz. Ich röste eins nach dem anderen Pokémon. Das ist auch mit Donnerblitz wirklich nicht schwer. Und wieder Donnerblitz. Und so ist ein Kampf wieder sehr schnell rum. Tschüss, Angler. Mist, da war nix. Der Verlierer wird klein geholt. Hm, was das wohl im Original Japanischen hieß. Ah. Erstmal ein Donnerschock. Das war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Donnerblitz hätte das sicherlich nicht drauf gemacht. So, tauschen wir gegenseitig unsere Volltreffer aus. So. Besiege den Matrosen. So, und ich glaube, hier ist irgendwo ein Item. Ich hab's noch gut in Erinnerung. Hypertrank. So, und wir sind auch am Ende des Decks angekommen hier unten. Das heißt, wir müssen eine Runde nach oben. Ja, Pikachu findet sich auf dem Schiff gut zurecht. Er hat schon Donnerblitz erlernt. Finde das relativ gut. Und wie ich auch sehe von der Zeit her, ist der Part auch eigentlich schon rum. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, mit den vielen, vielen Sachen, die wir in dieser Folge erlebt haben, möchte ich gerne, dass ihr einen Daumen nach oben gebt, damit eure Freunde auch sehen, dass ich ein wirklich guter Let's Player bin.
Und wenn euch die Folge wirklich überragend gefallen hat, stellt sie in die Favoriten rein. Das würde mich natürlich enorm freuen. So, ich verabschiede mich jetzt, auch wenn dieser Stuart gerade die Treppe etwas blockiert, und sage bis denn, Servus und Tschüss.